Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung hat in ihrer heutigen Debatte entschieden, dass über den Erfolg der geheim gehaltenen Absicht in Kürze beraten und abgestimmt wird. Minister Schlauwitz links hat beantragt, die Regelung des Abkommens zu weiteren Gesprächen mit der Opposition zu nutzen. Eine neue Spionageaffäre wurde dieser Tage in Süddeutschland bekannt. Unser Korrespondent Hans-Rudi Emmentaler meldet sich aus dem Krisengebiet. Ich melde mich hier aus dieser Stadt am Rande des Schwarzwaldes, die bislang verträumt und verschlafen wirkte, doch seit zwei Tagen in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit geraten ist. Niemand in diesem so friedlichen Städtchen konnte ahnen, welch abgrundtiefer Untergrund sich darunter verbirgt. Niemand hätte je von jener Geheimorganisation erfahren, wenn nicht bei diesem Verlagshaus in wochenlanger geheimer Kleinarbeit gewissenhaft recherchiert worden wäre. Dieser Journalist hat zusammen mit seiner reizenden Gattin als einfache Leute getarnt den Stein ins Rollen gebracht. Hier bei der Burgruine Waldeslust hofften wir, den Unterschlupf jener Geheimorganisation zu finden, die sich mit Gelber April-Fraktion bezeichnet. Die fast unberührte Landschaft, das ehrwürdige Bauwerk und das weltabgeschiedene und doch verkehrstechnisch hervorragend erschlossene Gebiet schienen die Agenten der Geheimorganisation geradezu einzuladen, diesen Ort für ihre Zentrale zu wählen. Unser Spezialreporter machte sich auf den Weg, den Eingang zur Lasterhöhle zu finden. Er ist für solche Spezialaufträge ausgebildet und hat sich bereits bei ähnlich spektakulären Ereignissen durch sein umsichtiges und verwegenes Auftreten hervorgetan. Wir durften ihm mit der Kamera über die Schulter schauen. Unter Einsatz seines Lebens gelang es ihm jedoch nicht, den offenbar hervorragend getarnten Schlupfwinkel zu finden. Lassen wir ihn trotzdem noch etwas weitersuchen. Einige Worte nun zur Gelben April-Fraktion. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, jeweils im April alle nicht einheitlich gelben Gegenstände gelb zu bemalen, damit sie dem geforderten Ideal entsprechen. Unter ihnen ist ein wahrer Gelbrausch ausgebrochen und man hörte, dass sie vorhätten, selbst diese Landschaft gelb anzupinseln. Erst nachdem wir diesen als Fotograf getarnten Agenten der Organisation verfolgten, konnten wir endlich zu den Geheimgängen finden. Wir befinden uns nun im Herzen der Organisationszentrale, 100 Meter im Innern des Berges, unter der Ruine. Es gelang uns, unbemerkt in der Ausbildungswerkstatt für Jungagenten zu filmen. Die Zöglinge werden mit gelben Überseebananen und gelben Eidottern ernährt und erhalten dadurch den typischen Gelbfieberblick. Unter Anwendung harter Drogen wird ihnen an diesen Spezialtischen
die korrekte Pinselhaltung beigebracht. Nicht ohne Stolz können diese Jungs beachtliche Ausbildungserfolge nachweisen. Doch gibt es auch hier hin und wieder einige Misserfolge, die mit Sonderrationen schnell wieder auf Vordermann gebracht werden. Nun wollen wir nicht weiter stören. Ich melde mich von draußen wieder. Durch diesen Eingang gelangt der zu bemalende Nachschub ins Bergesinnere. Offensichtlich handelt es sich hier um Kartoffeln, Handelsklasse A, getarnte rote Bügeleisen, die zum Bemalen herbeigeschafft werden. Es können aber auch Blaubeeren sein oder Grünkohl. Vielleicht sogar Banknoten, denn auch diese sollen gelb überdruckt werden. Dieser Spitzenagent, den wir unauffällig vor seiner Abreise filmen konnten, war gerade dabei, seinen Stabsoffizieren letzte Instruktionen zu erteilen. Bevor er sich dem Zugriff der Sicherheitsbehörden durch eine rasche Flucht mit diesem gelben Hubschrauber entzog. Man vermutet, er sei in den gelben Kontinent geflogen, um dort um Unterstützung zu bitten. Ich gebe zurück zur Tagesschau. Das vernichtende Erdbeben von Kahishmu, der Hauptstadt von Kuhishma, wurde von der einheimischen Regierung als harmlos bezeichnet und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Auf der diesjährigen Interpho Abzua der internationalen Fotoapparate und Zubehörausstellung in Brunsbüttel wurden wieder interessante Neuentwicklungen vorgestellt. Besondere Aufmerksamkeit und Interesse bei der Fachwelt rief diese sensationelle Erfindung hervor. Diese Kamera, die im Gegensatz zu üblichen Geräten hier an der Vorderseite keinerlei Objektiv besetzt, ist mit einem Spezialobjektiv an der dem Fotografen zugewandten Seite ausgestattet. Somit sind zum ersten Mal in der Geschichte der Fotografie wirkliche Selbstporträts möglich. Das rege Interesse bei den Ausstellungsbesuchern war überwältigend. Hier wird gezeigt, wie einfach die Handhabung der Kamera ist. Sie ist mit vierfacher Brennweiten gekoppelter Scharfstellungsautomatik und einem Kontrareflexsucher ausgestattet, der eine ungewöhnlich dichte Anpassung gegenüber dem elektromagnetischen Softauslöser ermöglicht. Wie Sie deutlich sehen können, hat selbst dieser Ausstellungsbesucher die enormen Vorteile der Makro-Neo-Varon-Lensen-Superkontakte erkannt. Ich gebe zurück ins Studio. Und nun zu einem Filmbericht aus Bonn. Der südfriesische Bundestagsabgeordnete Eduard Studenbrink brachte einen Gesetzentwurf zur Abstimmung, der einiges Aufsehen im Parlament erregte. Hier ein Bericht von Fritz Müller-Schnobotny. Es geht uns alle an, meine Damen und Herren. Hätte der Abgeordnete Studenbrink mit seiner Gesetzesvorlage Erfolg, würde unser ganzes Zeitgefüge auf den Kopf gestellt werden. Er möchte nämlich im Bundestag durchsetzen, dass ab sofort sämtliche Uhrwerke in der Bundesrepublik auf die doppelte Geschwindigkeit umgeschaltet werden.
Das freilich hätte unübersehbare wirtschaftliche Folgen. Der 4-Stunden-Tag wäre zum Beispiel obligatorisch. Die Arbeiter und Angestellten würden bereits am Mittag die Betriebe verlassen, denn alle Arbeitsvorgänge wären in der halben Zeit bewältigt. Selbst in der Gastronomie wären entscheidende Verbesserungen möglich. Die Wartezeiten der Essensausgaben wären zum Beispiel halbiert. Durch den zwangsläufig entstehenden Überschuss an Freizeit gäbe es eine bessere Auslastung im Touristikbereich. Andererseits ist eine Halbierung der langen Urlaubszeiten unvermeidlich, sodass die Arbeiter wieder schneller an ihre Arbeitswelt zurückkehren würden. Der Straßenverkehr müsste den gegebenen Anforderungen angepasst werden. Man denkt an eine Aufsetzung der Geschwindigkeitsbeschränkungen in den Ortschaften auf 200 Kilometer in der Stunde. Das würde dann so aussehen. Man bedenke, dass durch die Zeitgeschwindigkeitsverdoppelung auch die Lebenszeit entsprechend verkürzt oder auch, dass zum Beispiel die schönen Stunden im Kino zu lächerlichen Minütchen herabgewürdigt würden. Andererseits können mit den angenehmen auch die unangenehmen Stunden, die weit überwiegen, reduziert werden. Man denke an den fortwährenden Streit zwischen den Geschlechtern bis hin zu den kriegerischen Unruhen in der ganzen Welt. Außerdem, so Studenbrink, könnte man die kitschigen, langweiligen Sonnenuntergänge endlich auf ein erträgliches Maß verkürzen. Ebenfalls eine spektakuläre Erneuerung machte dieser Tage von sich reden. Hierzu ein Bericht von August-November. Hallo Freunde, hier in diesem Nachtclub in der Düsseldorfer Innenstadt wird seit gestern eine absolut neue Nightclub-Show gezeigt, die vollständig ohne... Licht aus, verdammt nochmal! Ohne das störende Scheinwerferlicht auskommt. Im VDNB, dem Verband der Nachtclubbesitzer, löste diese Neuerung Bestürzung und Betroffenheit aus. Die Show ohne Licht, super super, das wär's aus Düsseldorf. Und Energie sparen die auch. Das Wetter von morgen. Die heutige Großwetterlage, meine Damen und Herren, zeigt nur unwesentliche Veränderungen gegenüber dem Vortag. Das über dem Atlantik gelegene Tiefdruckgebiet wird sich nur sehr langsam unter Abschwächung dieser Warmluftzone nach Osten bewegen und sich hier niederlassen. Wobei, na. Das ist mir in meinem ganzen Laufbahn noch nicht passiert. Aber das muss man wissen, dass... Es wird sich also hier in Frankreich hier, das ist wohl Frankreich, wird sich das Tief hier, wird sich da niederlassen und wird im branischen Staum, im spanischen Raum, wird es tropische Winde erzeugen. Verflixt nochmal. Den erwische, der das war, dem drehe ich den Hals zu einer Wendeltreppe. Diese Winde, die schwirren da so rum. Kein Mensch weiß warum. Ist ja auch egal, jedenfalls wird es warm in dieser Gegend. Ach, zum Teufel noch mit dem Wetter. Schauen Sie morgen zum Fenster raus, wissen Sie selbst, wie es wird. Das Wetter, guten Abend.